Guten Morgen, Samstag. Ihr Lieben, ihr habt ja eben schon gehört, schneckerisch gedönt, ist ein bisschen kürzer ausgefallen, meine Stimme ist weg. So, ich wünsche euch einen tollen Start ins Wochenende. Ich fasse mich heute ein bisschen kürzer, weil die Stimme geht als mehr weg. Ich wünsche euch einen tollen Samstag. Vielen, vielen Dank für eure Abos. Mittlerweile haben wir es auf 600 geschafft. Ich freue mich wahnsinnig. So, wir fangen jetzt an, weil, wie gesagt, wenn die Stimme weg ist, könnt ihr selbst deuten. Was möchte uns dann das Universum für den Samstag bringen? Liebes Universum, bitte 7 Karten für den Samstag. So, mit, oh, aufhören, wunderbar. Glück, alles Glück der Welt. Komm zu dir. Plötzlich kommt was. Die Ernte wird eingefahren. Oh. Ganz plötzlich kommt großes Glück. Also ganz ehrlich, ich muss jetzt auch ein bisschen was reden. Das sieht jetzt für mich nicht mit der Sonne davor aus, als wenn die Sense in das Glück piekst. Also sieht es für mich überhaupt nicht aus, kriege ich auch gar nicht so rein. Ganz plötzlich kommt ganz großes Glück, jetzt noch im Sommer. Das ist auch für mich nicht ein kleines Glück. Glück ist Glück. Gibt kein kleines Glück. Entweder er ist mehr glücklich oder er ist nicht glücklich. Was ist ein kleines Glück? Kriegst du auch die Motte. Also, da die Sense da zugefallen ist, sage ich mal, 2 Tage. Es wird ein schönes Wochenende. So. Noch 4 Karten, bitte, liebes Universum. Und wir wünschen uns jetzt wirklich schöne Karten für den Samstag. Die Karten sind auch platt. Wochenende, auch die Karten möchten nicht mehr. Also, vielen, vielen Dank für eure Abos und ihr wisst ja, dreht es euch, wie ihr es braucht. Liebt, wen ihr wollt, habt Spaß mit wem ihr wollt, seid glücklich, ob mit oder ohne Partner. Bleibt in eurer Mitte, dann wird alles gut. Und das Universum ist immer für uns da und versorgt uns. Nie vergessen, so, was soll ich sagen? Für mich ist es dual und bleibt es auch. Er hat noch ein paar Klippen zu umschiffen, unseren Schatz. Aber, ist ja eigentlich gerade unser Schatz, euren Schatz. Schatz oder schätze ihn. Ah, guck mal. Möchte aber mit dir, ja, in die familiäre Verbindung gehen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ja ganz offen, möchte auch mit dir tollen Sex haben. Aber irgendwas hindert ihn noch da dran. Wahrscheinlich Black Mamba. Eine Karte noch bitte, liebes Universum. Aber das Ganze passiert schnell. Also wir haben hier schnell und plötzlich. Also was wollt ihr mehr? Alles wunderschön. So, und der Fuchs geht raus. Der Fuchs geht raus. Was liegt noch drunter? Er schaut auf den Fuchs. Fuchsi geht raus, tiefe Gefühle, hat noch ein bisschen Ängste vor der festen Verbindung mit dir, hat aber ganz viele Gefühle für dich. Erfolg, Transformation, das Ganze, was hier alles alt war, dieses Ende, was er heraufbeschworen hat, oder du, hört auf, weil es geht in eine neue Verbindung, feste Verankerung mit dem Seelenpartner. Wunderbar. Heute brauchen wir aber lang, bis wir das Ding kriegen. Wo ist es denn? Na gut, also, er kommt in seine Kraft. Er kommt auch in seine Kraft. Ich sag hier mal, das ist wie ein bisschen Gefängnis für mich. Er hat noch ein paar komische Gedanken im Kopf. Soll ich nicht? Wie sind meine nächsten Schritte? Was soll ich tun? Was ist besser für mich? Was ist schlechter für mich? Männer halt.
kommt erstmal als Freund um die Ecke und hat dann ein bisschen Angst. Wie lustig, hat dann ein bisschen Angst, dass du blockierst. Man sieht es wieder nicht. Ach, ihr Leid, ein Fall der Alten. So, du schaust auf Black Mamba. Ich fange mal jetzt hier vorne an, weil es so schön ist. So, hier. Du schaust auf Black Mamba. Die verzieht sich, die geht jetzt in ihr Schneckenhaus zurück. Ganz große Sehnsüchte, Veränderungen, Wunscherfüllung, dann kommt's Universum. So. Ich glaube, wir kriegen ein tolles Wochenende. Da waren aber jetzt zwei ganz schnell. Sei ehrlich mit dir selbst und die Elternpflege. Vielleicht ist irgendwas, das Heilung von der Vergangenheit. Vielleicht ist irgendwas, dass du noch ein bisschen gut auf Mama und Papa aufpassen musst. Wir werden alle mal alt. So, die himmlischen Helfer möchten uns für den Samstag noch sagen. Vergebung, schon wieder die Vergebung hatten wir eben auch. Also, wenn du ihn wirklich liebst und er steht vor deiner Tür, dann vergib ihm einfach. Dann ist es einfach ganz einfach. Dann ist es einfach ganz einfach. Weil du bist sehr liebenswürdig, du hast Führungsverantwortung, ja, und du hast die Vision, dass alles gut wird zwischen euch. Diese Führungsverantwortung, die kriege ich eben rein, als dass du die Stärkere bist. Du bist in dem ganzen Ding die Stärkere, weil du weißt, was du willst. Du kennst deinen Weg. Du weißt, wie du vorwärts gehst. Also, die Deko hat gerade geklappert. So. Jetzt noch ein Liebeskärtchen. Vergeben und lernen. Also vergeben, wirklich. Es kommt immer wieder in letzter Zeit die Vergebung. Vergib ihm. Er weiß, was er falsch gemacht hat. Achte auf die Warnsignale. Die Zeichen warnen dich. Dein Seelengefährte herbeirufen. So, also. Hör auf dein Bauchgefühl. Hör bitte nicht auf den Kobold auf der Schulter. Das ist dein Ego. Und das ist blöd. Das ist manchmal blöd. Und wie gesagt, also, manifestier das Ganze. Die Schulden sind bezahlt. Es ist alles ausgeglichen bei euch. Ich sage auch immer, sich selbst behaupten. Also natürlich kannst du zu deinen Werten stehen und auch Rückgrat beweisen. Also du musst jetzt nicht kuscheln, nur weil er vor der Haustür steht. Aber es sind ja auch immer zwei. Warum irgendetwas passiert ist, es sind immer zwei. Es ist nie einer alleine. Definitiv nicht. So, was kriegen wir da heute noch? Time for love. Was gibt's denn da noch? Einmal noch, okay. So, liebenswert, hat man das eben schon immer irgendwo. Liebenswürdigkeit. Hier, du bist liebenswert und ganz ehrlich, er oder sie sind auch liebenswert, weil sonst hätten wir uns ja nicht irgendwann verliebt. So, reue deinen Wunschpartner, bereut seine Taten zutiefst. Er wird um die Liebe kämpfen. So, also. Und jetzt noch wirklich ganz kurz, was hat er uns denn jetzt am Samstagmorgen zu sagen? Der Schatz, Seite Bob ist hier. Bitte lass mir etwas Zeit, um mich dir zu öffnen. Ja, vielleicht braucht er einfach, wirklich hatten wir ja auch eben, vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen Zeit. So, ich möchte dich zurückhaben, hatten wir, glaube ich, vorhin auch. Ich tue so, als sei alles in Ordnung. Ja, das können wir nicht besonders gut. Mein Stolz und mein Ego beeinflussen unsere Verbindung. Das ist es halt immer. Dieser Stolz zu sagen, hey, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir leid. Ich möchte gerne wieder die Unbeschwertheit fühlen, wie es mit dir war. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer es war, dich gehen zu lassen. Ja, ach, da ist noch eine. Da hat sich noch eine versteckt. Manchmal frage ich mich, ob es ausreicht zu sagen, dass es mir leid tut. Ja, das reicht aus. Aber du musst erst mal aus dem Quark kommen und musst sagen, schieb mal deinen Stolz weg. Komm doch einfach mal aus dem Quark. Schreib ihr eine WhatsApp, schreib ihr eine was weiß du, Kuckuck was. Schicke ihr Brieftaub. Alles wird gut. Wir Frauen sind gar nicht so und wir Männer auch nicht. So,
Das kann ich nicht mehr. Ich wünsche euch einen zauberschönen Samstag. Die Stimme lässt jetzt wirklich als mehr nach. Fühlt euch umärmelt, ummantelt, geherzt und gebobbelt und sonst irgendwas. Schön, dass es euch gibt und dass ihr bei mir seid. Ich freue mich jeden Tag auf euch und mit euch zu arbeiten und auf eure Kommentare. Ihr seid zuckersüß. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Bis morgen Abend zum Schneckerisch-Gedöns. Ich hoffe, da ist die Stimme wieder da. Ein alter Rab sagt gute Nacht. Ab, ab.